Hallo und Glück auf zum Legendentalk. Heute einen Tag später, es gab Terminstress, es ist viel los auf Schalke. Begrüße aber erstmal unsere zwei Protagonisten, unsere Fußballideen, Klaus Fischer und Rüdiger Pramczyk. Hallo und Glück auf. Glück auf. Glück auf. Ja, jetzt grüße ich natürlich euch zu Hause, unterwegs, wo ihr auch über den Legendentalk schaut, auf YouTube oder auf Facebook, also auch. Danke für euer Einschalten, für eure Unterstützung, für eure Kommentare und gerne weiter empfehlen, weiter abonnieren und natürlich, ne, ihr wisst ja, die Glocke klicken, damit ihr immer wisst, wann da was abgeht bei uns. Und was richtig abgegangen ist, ist unser Tippspiel. Letzte Woche als Start gegangen und da sind noch wenige Plätze frei, ihr könnt noch mitmachen. Alle Informationen findet ihr in der Beschreibung von dem aktuellen YouTube-Titel des jetzigen Legenden-Talks. Und was soll ich sagen? Die Fußball-Fachkompetenz sitzt hier vor uns. Unter den, also 100 dürfen ja mitmachen, teilweise und jetzt. Da sitzt ein Zweitplatzierter und ein Fünftplatzierter. Ich habe auch mitgemacht, ich bin ganz unten irgendwo gekriegt. Ja, Klaus, zweiter Platz. Du bist an Schalke gescheitert, ne? Ja, ich habe Schalke 2-1 getippt, aber vielleicht lag es auch am Schiedsrichter. Denn ich glaube, du hast dich nur nicht vorzeit, du wolltest eine 2-2 sagen, aber hast dann gesagt, nee, ich mache lieber 2-1, sieht besser aus. Oder das macht man nicht, das macht man nicht. Und wir sind gescheitert, natürlich. Wenn ein Torwart einen Fehler macht, und der Fehler war einfach da, und der Schiedsrichter dann so einen Elfmeter gibt, den muss man nicht geben. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, man hätte diese Situation ablocken können. Und nicht so reingehen, weil es ist immer eine strittige Sache. Und der hat sich für den Elfmeter entschieden und ja, das hat uns eben die 3 Punkte gekostet, das muss man so sehen. Auch auf der anderen Seite muss ich wieder sagen, was man auch schon vorher gesagt hat, die zweite Halbzeit war wieder schlecht. Ja, ich habe es ja erwähnt schon, dass wir konditionelle Probleme haben, eben in der zweiten Halbzeit in Nürnberg, da gegen Darmstadt zu Hause und jetzt wieder in der zweiten Halbzeit nicht mehr das gespielt haben. Und dann, schätze ich mal, muss der neue Trainer schon jetzt in der Zeit, wo Länderspielpause ist, den Hebel ansetzen muss. Ja, erstmal Glückwunsch, ne, zum zweiten Platz. Wieder Zweiter nur. Aber ist doch toll, ich bin auch nur Fünfter, aber ich werde noch nach oben kommen, auf jeden Fall. Also das weiß ich ja mal. Da gebe ich auch richtig Ehrgeiz. Da habe ich richtig Ehrgeiz. Und ja, zum Spiel. Du, angefangen haben wir mit dem Torwartfehler eigentlich, ja. Wo, muss ich auch sagen, die Verteidigung da auch nicht gerade geschickt war. Nur eine kurze Ecke, kriegst du das Ding rein, war ein bisschen unglücklich. War aber auch, glaube ich, ganz gut geschossen. War auch verhältnismäßig nah am Tor, also man kann ihn halten, man kann ihn nicht halten. Ich hätte gesagt, man kann ihn halten, aber ich hatte auch vorher schon mal gesagt gehabt, vielleicht wäre mal ganz gut, einen Torwart zu wechseln. Hoffmann hat jetzt lange genug hier rumgesessen und nur trainiert und ich finde, wenn wir 17 Tore reinkriegen, dann könnte man ruhig mal drüber nachdenken. Ich weiß jetzt nicht, ob der neue Trainer darüber nachdenkt, aber ich hätte wahrscheinlich auch mal gewechselt, um mal zu sehen, wie Hoffmann ist, weil in Braunschweig hat er nicht schlecht gehalten. Aber wie gesagt, zu dem Spiel gebe ich dir auch recht, die zweite Halbzeit war wirklich so gewesen, dass wir wieder nachgelassen haben. Ist leider so in der zweiten Halbzeit. Du hast ja immer gesagt, wir haben zu wenig drauf, zu wenig Kondition und. Und mittlerweile gucke ich ja auch schon ein bisschen mal mehr hin und gucke mal immer so, ab der 70. Minute sind dann schon ein paar Spieler dabei, die oft mir zuvor die Hände in der Hüfte haben und nicht mehr so spritzig genug sind. Aber wie gesagt, 2-2, ich bin schon ein bisschen enttäuscht. 2-1 wäre natürlich besser gewesen, aber gut, der Elfmeter, wie du schon sagtest, Klaus, im 16er braucht man nicht rein zu grätschen, da kann man sich vorstellen und. Also das sind immer solche Sachen, das sind also dann Fehler, die man dann auch nicht mehr korrigieren kann. Bei einem Elfmeter, der hat auch sofort Elfmeter gepfiffen. Wir haben uns das auch noch zweimal im Fernsehen angeguckt. Wir haben dann alle gesagt, das ist kein Elfmeter, aber man kann das dann schlecht wieder zurückholen. Und 2-2, ja, unterm Strich gesehen, 2-2
ist gut gewesen, aber 22 wäre natürlich besser gewesen. Ja, und man kann ja immer wieder sehen, nicht nur in der zweiten Liga, auch in der ersten Liga und so weiter, solche Fehler darfst du einfach nicht machen. Diese Fehler führen zu Toren und da gewinnst du die Spiele nicht. Weil manche Spiele sind ja ziemlich eng, zwei ausgeglichene Mannschaften, die hier gespielt haben. Ja, du kommst so in Rückstand und dann fängst du den Ausgleich auch noch. Ja, und deswegen muss ich sagen, das war immer so, zu unserer Zeit, so, es wird auch immer so bleiben, wenn du solche entscheidende Fehler machst, gewinnst du die Spiele meistens nicht aus. Ja, also was mir also noch super aufgefallen ist, dass wir wieder meiner Ansicht nach zu viel quer gespielt haben. Wir haben quer, quer, quer. Und bei Hertha ist mir aufgefallen, dass die doch sehr spitz in die Spitze reingespielt haben und auch schneller am Tor waren als wir. Also das muss man einfach so sagen. Hertha hat in der zweiten Halbzeit schon ein bisschen besser gespielt als wir. Das muss man sagen. Die haben oft durch die Gassen gespielt, oft durch zwei, drei Mann, wo dann unsere im Mittelfeld dann auch schon mal geguckt haben und haben gesagt, oh, was ist das denn? Also das ist mir persönlich wieder aufgefallen. Wir haben wieder viel quer gespielt, viel quer, quer, quer. Über außen kam diesmal für mich überhaupt nicht, gar nichts. Also Mohr, normalerweise der auf der linken Seite spielt, hat diesmal rechter Verteidiger gespielt, hat mich ein bisschen gewundert. Aber auch auf der Seite, als Mohr da gespielt hat, haben wir auch ein bisschen Schwierigkeiten gekriegt, weil er ist ja jetzt auch nicht einer, der, sag ich mal, von der Abwehr her kommt, ja, sondern der auch ein Mittelfeldspieler, der jetzt nicht unbedingt die Erfahrung hat, auf der Seite zu spielen, als Linksfuß auch noch. Also da habe ich ein bisschen Angst gehabt, dass da noch mehr über links kommt, weil ich habe das jetzt mal irgendwie gesehen, 53% haben die über links gespielt. Und sind auch meiner Ansicht nach ein paar Mal da gut durchgekommen. Trotzdem muss man sagen, war Mohr noch einer der Besten für mich. Nicht nur, weil er das Tor gemacht hat, sondern weil er auch viel gelaufen ist. Und es ist auch gar nicht so einfach, dann auf einer falschen Position zu spielen wie er. Das hat er meiner Ansicht nach ganz gut gemacht. Aber auf der anderen Seite muss man ja sagen, das muss ja Gründe haben, warum wir in Nürnberg in der zweiten Halbzeit total untergegangen sind, bei 3-0 Führung gegen Darmstadt zu Hause und jetzt wieder. Da muss Gründe geben, weil ich kann nicht als Mannschaft, jetzt führen wir mal, jetzt machen wir mal schön ruhig. Das werden die nicht machen. Ja, und vielleicht kann man auch nicht, wenn man nicht körperlich in der Lage ist, das weiterzumachen, weiter Gas zu geben, dann stimmt irgendwas nicht. Das heißt, da bin ich, meiner Meinung nach, da bin ich nicht fit. Und weil es ist eigentlich schade, weil solche Spiele, wo wir da jetzt abgegeben haben und so, da könntest du viel weiter oben sein. Ja, aber wenn du das solche Fehler und du das Nachlassen in der zweiten Halbzeit führt dazu, dass der Gegner zu Toren kommt, ja, dann gewinnst du die Spiele nicht. Ja, so aber ist es. Nichtsdestotrotz, wir wollen die Leistung von Jakob Fimpel mal nicht schmälern. Nein. Fünf Spiele nicht gewonnen, dann holt er 4 Punkte. War eine gute Sache. Kann man nicht sagen. Ich meine, der kann ja nie dazu beitragen. Das muss in der Vorbereitung muss man sich für die Halbserie ja die Kondition holen, um 90 Minuten Gas zu geben, gegenzuhalten und nicht während der Saison. Nee. Mein Jakob, der kann ja gar nichts für. Also das ist ja irgendwo ganz klar. 2 Spiele, aber ich finde, die hat er gut gemacht, wenn ich so dran denke, was Kreuzer gemacht hat. Der hat, glaube ich, kein Spiel gewonnen in dem Zeit, wo er mal die Mannschaft übernommen hat. Aber man hat aber auch gesehen, dass er so ein bisschen Struktur reingebracht hat schon in der Mannschaft. Und Bulut, der hat für mich wieder gut gespielt, ja. Diesmal war er richtig gut. Der hat viele Sachen gerettet, viel Kopfbälle rausgeholt und hat auch das Spiel nach vorne ein wenig hingebracht. Also ich fand's gut. Kalas war für mich ein bisschen so, die letzten 10, 20 Minuten, da hat er ein bisschen nachgelassen, fand ich.
Aber dann ist klar, der hat er mit seiner Knieverletzung da zu schaffen gehabt. Und dass der auch noch nicht so auf 100% ist, ist einfach so. Und ja, sonst kann ich eigentlich zu dem Spiel gar nicht so viel sagen. War ein normales Spiel, fand ich. Und ja, die Auswechslung sind ja wie immer, du kannst ja nur die Leute auswechseln, die zurzeit auf der Bank sitzen. Wir haben jetzt auch mit vielen Verletzten, die jetzt komischerweise jetzt auf einmal, also seit gestern wieder alle da sind. Das wundert mich auch ein bisschen. Ja, Seguin, der 4 Wochen gar nicht, ja, mit der Leiste. Und jetzt ist er auf einmal wieder fit, der neue Trainer ist da. Und schon laufen da wieder alle rum. Also das irritiert mich ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber sonst kann ich nur sagen, 2-2 ist okay, aber... Wie gesagt, wie ich schon mal gesagt habe, wenn wir gewonnen hätten, wäre natürlich besser. Kann nicht okay sein, wenn eine Mannschaft wie Hertha Berlin zu Hause 4-1 gegen Elversberg verliert. Das kann keine Übertruppe sein. Nur wenn man sie lässt, dann können die auch. Ja, egal welche Mannschaft das ist, wenn man sie alle lässt, können sie alle. Also wir spielen in der zweiten Liga und nur der ersten Liga, je nachdem. Ja, wo er dann zu Hause ein bisschen mehr Schwierigkeiten hat als auswärts, glaube ich. Ne? Also in Nürnberg haben sie auch gewonnen, aber ich weiß nicht, wir wissen da zu wenig, was da abläuft bei Hertha und deswegen ist mir das eigentlich Schnuppe, was bei Hertha läuft. Hauptsache, ich weiß, was bei uns läuft und wenn wir 2-1 gewonnen hätten, wäre natürlich geil gewesen. Jetzt haben wir einen neuen Abschnitt. Da haben wir die Länderspielpause und ein neuer Trainer ist da. Case von Wonderen heißt er, Niederländer. Wahrscheinlich kennt ihr auch nicht viel von ihm, ne? Ich kenne ihn auch. Wir werden das in den nächsten Wochen verfolgen. Ich kenne ihn persönlich nicht. 5 Länderspiele, ehemalige Spieler auch. Mal schauen. Aber er kennt dich. Vielleicht. Ja. Nicht vielleicht, den habe ich sogar schon im Interview gesehen. Ehrlich? Ja, ja. Ja, da hat er gesagt, der Klaus Fischer, der macht da seinen Fahrrückzieher. Ja. Hat er gesagt. Hat ja den Tore nicht gesehen. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall an den Fahrrückzieher, dass ich mich wohl erinnere. Ja, nein, ich kenne ihn auch nicht, René, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt gehört, der spielt ein 4-3-3-System. Ob er dafür jetzt die Spieler hat, das bin ich mal gespannt. Angeblich bildet er so gute Spieler aus, also von der Jugend her. Ich glaube, Ben Langer kennt den schon ein bisschen länger. Und ja, Ben Langer ist ja jetzt derjenige, der ihn hier hingeholt hat. Und da werden wir mal schauen, was der Trainer hier kann und was der Trainer macht und. Aber wir haben ja mit den Holländern eigentlich immer viel Glück gehabt, ja, mit Stevens. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob die Null immer stehen wird. Das ist, glaube ich, die große Frage. Ne? Aber er wäre ja der Spezialist. Ne? Er sagt ja, er ist ja der Defensivspezialist. Würde ja natürlich passen, die Null stehen. Er will, dass man, was ja auch wichtig wäre für Schalke. Ja gut, wenn man 19 Tore reinkriegt, da stimmt irgendwas nicht. Vielleicht kommen die im Angriff spielen nicht schnell genug zurück. Dass man in Unterzahl ist und so weiter, weiß er, da muss er sicherlich den Hebel ansetzen, gar keine Frage. Ja. Und wir haben jetzt so viele Trainer schon in den letzten Jahren, das ist immer führend, glaube ich. Ja. Oder ist nur ein Feind da, der mehr Trainer verschlissen hat als wir? Also ich glaube, da sind noch ein paar Mannschaften, aber wir sind schon ziemlich weit oben. Ja, es ist, das ist auch ein Rekord. Ja. Aber eins ist auch klar. Ich hoffe, dass er das macht, dass er diesen Spielern Bescheid sagt. Dass er den Gas gibt, wenn es nicht funktioniert. Weil laufen müssen sie alle können. Ja, wenn man richtig trainiert, müsste das gehen. Und das ist erstmal die Voraussetzung für alles andere. Nicht umgekehrt. Der Fußballspieler, der nur einmal in der Woche trainiert, das kann nichts werden. Und deswegen muss man da den Hebel ansetzen, muss natürlich auch den Jungs Selbstvertrauen geben. Ich weiß nicht, wie er arbeitet, kann ich nicht sagen, werden wir sehen. Zumindest auf dem Trainingsplatz, spricht Deutsch, gibt klare Kommandos und spricht die Spieler mit Vornamen an. Also er hat sich vorbereitet.
Ja, dann wird das ja so gewesen sein, dass man das schon wahrscheinlich ein bisschen länger weiß, dass er hier hinkommt, oder? Also ich weiß nur eins, wenn ich irgendwo hingekommen bin, als Trainer wusste ich keine Vornamen irgendwie, weil da bin ich hingekommen und habe mir erstmal vielleicht mal ein, zwei Videos angeguckt, aber ich kannte keine Vornamen. Also das ist ein bisschen komisch, aber egal, wie auch immer. Wir wollen ihm mal die Chance geben jetzt hier und wir würden ihn auch unterstützen, wenn was ist. Das ist ja immerhin unser Verein und ihr wisst ja gerade, habt ihr ja gerade selber gesagt, die Trainer gehen schneller weg als alles andere, aber wir sitzen ja immer hier und bleiben immer und gucken auch bis zum Schluss immer. Also wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn es klappt, ja, aber es ist sicherlich keine einfache Aufgabe gleich in Hannover. Da muss man ja auch ein bisschen gucken. Also Hannover ist jetzt auch nicht so schlecht zu Hause. Die spielen einen anständigen Fußball. Und wenn man natürlich in Hannover verlieren sollte, dann sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Ne? Ja, es ist immer schwierig auf Schalke. Die Erwartungshaltung ist ja riesengroß. Und Schalke 04 ist nun mal ein Verein, der in die Bundesliga gehört. Das haben wir auch. Nicht nur Schalke, auch HSV, Köln und so weiter. Aber wenn du das sportlich nicht schaffst, dann hast du in der ersten Liga nichts zu suchen. Und nochmal, es nützt nicht aufzusteigen, wenn du keine konkurrenzfähige Mannschaft hast. Die musst du haben, damit du nicht wieder absteigst. Dann fängst du wieder von vorne an. Das darf nicht sein. Tja. Meine Meinung. Schön. Ihr habt den Torhüter schon angesprochen. Ich meine, ihr habt ja schon den direkten Anruf gegeben, aber wäre so ein Torwartwechsel jetzt der richtige Zeitpunkt, zumal sich der wahrscheinlich Ekelin ist momentan verletzt, automatisch ergibt. Ja, das kann gut möglich sein, aber wie gesagt, 19 Tore reingekriegt ist schon eine Menge. Also es ist ja auch nicht so, dass jeder da, sage ich mal, als Torwart die garantiert, drin zu bleiben, weil im Endeffekt hat man ja immer gehört, sie sind gleichwertig, die sind beide gut. Und der Geretz hat sich jetzt für den anderen entschieden, nicht für den Hoffmann entschieden. Also jetzt, ich glaube aber trotzdem, dass man mal den Torwart wechseln sollte. Und es war ja auch mal hier mit Müller genau das Gleiche gewesen, der dann auf einmal reinkam und dann hervorragend gehalten hat und eigentlich uns den Arsch gerettet hat, dass wir nicht abgestiegen sind. Und wenn Hoffmann gut hält, vielleicht haben wir eine Chance auch vielleicht aufzusteigen. Klaus hat alles gesagt. Ist alles gesagt. Und der Trainer wird sich schon in Meinung bilden, denke ich mal, jetzt in den nächsten, ja, kann man sagen, 14 Tagen, weil es ist ja Bundesliga-Pause, auch für die zweite Liga. Und sie machen ein Freundschaftsspiel. Und da wird man dann sehen, wie er sich entscheidet. Entscheiden muss der Trainer, alle anderen sollen sich da raushalten. Kommen wir nochmal zurück zu unserem Tippspiel. Tippt ihr schon oder wartet ihr auf das Testspiel gegen Aarau ab? Das findet ja am Samstag statt. Ich weiß ja gar nicht, wen sie spielen. FC Aarau. Das soll man tippen? Nein. Nein, das sollt ihr nicht tippen. Ob ihr jetzt schon tippt den nächsten Spieltag oder ob ihr abwartet? Nein, ich warte erstmal ab. Ich auch. Also warum soll ich jetzt schon tippen? Also ich gucke mir das Spiel erstmal da an. Das wird ja, glaube ich, übertragen. Und das gucke ich mir mal an, ob da große Veränderungen auch in der Aufstellung ist und. Ja, dann werden wir mal schauen. Dann werden wir mal unseren Kommentar dazu auch schon mal geben, weil das ist ja sicherlich auch eine interessante Sache, da mal zu sehen, wie er jetzt spielen will, ja, und vor allen Dingen, was für eine Aufstellung er hat. Er kann ja jetzt auch nicht lange rumhampeln. Wir sind mitten in der Saison. Er muss da auch schon die Mannschaft aufstellen, die in Hannover eigentlich spielen wird. Und da werden wir mal sehen. Darüber sprechen wir auf jeden Fall. Jetzt sind wir erstmal in der Pause. Und jawohl. Dann sprechen wir nach dem Spiel gegen Hannover hoffentlich mit guten Nachrichten. Und vielleicht ein Spitzenreiter beim Tippspiel, Klaus und Abi Zweiter. Ja, also ich muss den Klaus überholen, egal wie. Also. Das wird schwer. Dann danke ich euch und wir sehen und hören uns dann über nächste Woche wieder zum Legenden-Talk. Danke und Glück auf. Glück auf. Glück auf.